Ja, ihr seht was. Ihr seht was Schönes. Okay. Ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel mit dem Charakternamen Orcas for Players, genau. Gamers for Orc. Echt jetzt? Ja! Passt das so? Gamers for Orca. Ja, dann beschützen wir halt nur einen Orca mit den ganzen Spenden, die ich sammeln werde. Es ist ja ein Charity-Livestream, deswegen an alle, die gerade eingeschaltet haben. Ich sammle Spenden für den WDC, die Whale and Dolphin Conservation. Ich sage das jetzt für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Und die Whale and Dolphin Conservation setzt sich halt dafür ein, dass Wale und Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum weiterleben können und weiterhin auf unserer Erde bestehen und schützen sie halt vor illegalem Walfang, vor Fischernetzen und so weiter und so fort, helfen auch Delfinen und Walen, die verletzt wurden. Ja, ich achte auf den Chat nur, habe ich gerade gemerkt. Ja, ich achte auf den Chat. Du hast zweimal Hi geschrieben. Ich habe auch geantwortet oder hört ihr mich nicht? Jedenfalls. Und die machen halt allmögliche Aktionen, damit diese Tiere weiterhin beschützt werden. Und ich habe eine GivePenny-Seite erstellt. Die ist unten verlinkt. Dort könnt ihr draufklicken. Dort könnt ihr für die Whale and Dolphin Conservation spenden. Das ganze Geld geht direkt über GivePenny, das bedeutet, ich sehe davon keinen Cent. Was ist mit dem Chat seltsam? Keine Ahnung. Also, ich achte auf den Chat, keine Sorge. Nur, vielleicht solltet ihr mir auch schreiben, ob ihr mich hört. Weil das wundert mich gerade. Theoretisch solltet ihr mich nämlich hören. Wartet mal kurz. Ihr mich hört. Weil das wundert mich gerade. Theoretisch so. Ja, ihr solltet mich hören. Naja. Achso, du konntest gerade nichts schreiben. Okay. Und jedenfalls, ich bekomme davon keinen Cent. Alles geht über GivePenny direkt zum WEC. Also, nur damit ihr da Bescheid wisst, wollte ich nochmal zu Beginn des Livestreams kurz sagen. Wir werden als Vagabund spielen, weil es meine Lieblingsklasse in Dark Souls einfach ist. Mit dem Generalschlüssel. Ich glaube, ich nehme kräftigen Rumpf, Gesicht. Ja, Katharina. Mit. Einem Zöpfchen. Ich glaube, kahl rasiert passt dazu am besten. Viel Auswahl haben wir jetzt nicht. Dunkelblaue Augen finde ich mit am schönsten. Ich habe ja auch selber blaue Augen. Achso, ich streame ungefähr bis 18 Uhr. Also, ja, sollte hinkommen mit 18 Uhr. Ach ja, jedenfalls, ihr seht auch für die Spenden für den VDC. Ab einem Dollar könnt ihr mir ein Item verbieten oder erlauben, ab 5 Dollar eine Item-Art, Slot verbieten erlauben und ab 10 Pfund, ja, eine Mechanik verbieten erlauben. So, das wäre erstmal geklärt. Und komm, nebenbei, es wird auch ein paar Gewinnspiele geben. Kann ich vielleicht auch einen Titel schreiben? Vielleicht lockt das mehr Leute an. Nee, das ist so gemein bin ich nicht. Ich wollte nur sagen, da bisher niemand was gespendet hat, also ich kann ja mal kurz nachgucken bei GivePenny, aber ich bezweifle, dass jetzt schon jemand spenden wollte. Könnt ihr, die jetzt da sind, mir ein paar Vorschläge machen, wie ich denn die Challenge anfangen soll, damit das schon von Beginn an ein bisschen spannender ist? Und ja, dann würde ich das als Challenge machen, aber jetzt erstmal mit dem Charakter beginnen, damit es lustig wird. Ist der Sound eigentlich so okay vom Ingame-Sound? The world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags
arch trees and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Tja, das war der Anfang von Dark Souls. Gleich kommt noch was. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Ich kann uns einfach nicht ernst nehmen. Ich liebe dieses Katharina-Gesicht. Ihr seht aus wie ein Schlumpf. Nur in dunkelblau.
Hi. Na, wie geht's denn euch so? Ich liebe dieses Katharina-Gesicht. Jedenfalls, hallo, willkommen zurück zu Dark Souls. Meinator hat sich mittlerweile verabschiedet, der musste zum Unterricht. Es ist auch keiner mehr da scheinbar, deswegen gibt es auch keine Challenge momentan. Naja, wir plündern erstmal die Leiche. Und der Livestream wird auch ein bisschen lorehaltiger, also wenn ich was zur Lore zu erzählen habe, erzähle ich es auch. Denn zum Beispiel haben wir gerade den Schlüssel da gefunden. Kerkerzellenschlüssel. Schlüssel zum Kerker des nördlichen Asyls der Untoten. Ein mysteriöser Ritter hat einst wortlos eine Leiche in die Zelle geworfen, die den Schlüssel bei sich führte. Wer war dieser Ritter? Und welchem Zweck diente er? Vielleicht wird die Wahrheit verborgen bleiben, aber das darf den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Ja, der Kerkerzellenschlüssel wurde von einem namenlosen Ritter runtergeworfen. Der Ritter hat einen Namen, ich glaube im Spiel selber wird er nicht erwähnt, sondern nur in den Designworks von Dark Souls. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das war auch nicht sein richtiger Name an sich, sondern es war ursprünglich geplant, ihm Namen zu geben, weil er eine wichtigere Rolle spielen sollte, aber das wurde dann verworfen und deswegen hieß er eigentlich Oscar of Astora? Ich glaube, es war Oscar of Astora. Aber ja, wir benutzen erstmal den Kerkerzellenschlüssel und gucken mal hier rein, was es hier denn Schönes zum Gucken gibt. Nur ein paar Untote mit einem Grafikglitch, glaube ich. Ein paar Tutorial-Nachrichten brauche ich jetzt an sich nicht mehr. Ich habe ein paar Stündchen schon in Dark Souls 1 investiert. Und hier unten seht ihr schon mal eine etwas größere Ratte und lustigerweise die kleinste Ratte, die man nach der Anfangssequenz sieht. Oder ich glaube, das ist sogar die aus der Anfangssequenz. Bloß in der Anfangssequenz wirkte sie kleiner. Und, ja, da läuft ein Typ mit dicker Haut rum, sagen wir es so. Hier steht ein kleiner Untoter, wo ich auf eine Sache hinweisen möchte. Schaut mal auf seine Brust und schaut mal auf unsere. Wir beide haben dieses Zweiggestrüpp, also bei mir sieht man es leider nicht so gut wegen meiner dunklen Haut. Aber wir beide haben in der Nähe der linken Schulterseite, also hier unter der Achsel in etwa, ganz in der Nähe des Nippels, so ein Zweiggewächs, worauf auch nie näher eingegangen wurde. Das habe ich halt vom, welcher YouTuber? Ich habe so viele Lore-YouTuber geguckt für Dark Souls. Ich glaube, Epic Name Brawl war das, der darauf hingewiesen hatte. In seinem From the Dark Let's Play von Dark Souls, wo, was halt auch meine Hauptquelle für die Lore ist, weil ich glaube, das ist mit die beste Zusammenfassung der Lore, die es auf YouTube gibt. Und ja, getötet, 20 Seelen bekommen. Was nebenbei auch eine interessante Mechanik ist, achtet mal darauf, wie viele Seelen mir so ein einfacher Untoter gibt. Der hier hat mir 20 Seelen gegeben. Wenn ich es jetzt gescheit hinkriege... Ah, schade. Immer noch 20 Seelen. Kann man mit späteren Waffen besser machen, nämlich wenn man den Gegner overkillt. Das bedeutet, mehr Schaden macht, als der Gegner eigentlich an Leben hatte. Oh, und hier liegt noch eine Ratte. Stimmt, die andere Ratte aus der Anfangssequenz ist ja bei uns rein. Das heißt, die war vielleicht doch kleiner als die hier. Und überall diese Käfer. Wirklich, in ganz Dark Souls sieht man diese Käfer. Und jedenfalls, wenn man die Gegner overkillt, das bedeutet, wenn man ihnen mehr Schaden macht, als sie eigentlich Leben haben, dann kriegt man mehr Seelen raus. Und das ist cool. Ja, hier oben könnte man rein, wenn wir nicht so schwache Ärmchen hätten, dass wir nicht hochklettern können. Aber, ja. Lässt sich halt nicht ändern. Hier unten sitzt einer im Teich und
geht sein Ding nach. Also, ich will gar nicht wissen, was genau er da tut. Wahrscheinlich uriniert er gerade zu seiner Zufriedenheit. Ey, das ist auch so eine Mechanik, die ich in Dark Souls total super finde, mit den Wänden. Dass wenn man nah an der Wand steht, man nicht gescheit zuschlagen kann. Also, genau, jetzt klappt's nicht, aber dass der halt so abspringt von der Wand. Das ist eine Mechanik, die in so vielen Spielen eigentlich fehlt, aber die bringt so viel Dynamik gleichzeitig mit ins Spiel rein. Das finde ich super. Übrigens habe ich den DS-Fix installiert, was man, glaube ich, recht gut sieht. Und was gleichzeitig halt ein Grund für manche Bugs sein kann. Also das Rollen ist minimal verschieden. Ich muss mich auch an die 60 FPS ehrlich gesagt gewöhnen. Weil das, naja, ich hatte das nicht mit 60 FPS damals durchgespielt. Und, ja. Deswegen entschuldigt, falls ich nicht so gut spiele. Worauf ich auch hinweisen will, wenn man das hier öffnet, da oben wartet auf einen der, ein Dickhäuter. Und wenn ihr genau hinhört, ich glaube, ihr hört es nicht so gut, aber den wir vorhin gesehen haben, den hört man. Das war ein anderer Asyldämon, so heißen die halt. Und der war unter der Stelle hier. Kann man sich auch denken, wir sind da so den Gang, also da sind wir den Gang entlang gelaufen, da hoch. Und wir haben den von der Seite hier aus gesehen, also dass der hier drunten ist, sollte klar sein. Und ich finde es halt cool, dass man den da oben schon vorher sieht. Und ursprünglich war es geplant, dort einen anderen Dämon hinzumachen, nämlich den Taurus-Dämon. Finde ich auch interessant. Ja. Wenn man will, kann man den gleich zu Beginn bekämpfen. Aber die Menge an Schaden, die man macht, ist überschaubar. Sagen wir so viel. Und aus dem Grund werde ich, glaube ich, mich auch nicht dran setzen, ihn zu bekämpfen, um ans Item zu kommen. Weil es gibt ein Item, wenn man ihn beim ersten Mal bekämpfen besiegt. Und darum gehe ich einfach lieber hier weiter und setze mich hier ins Bonfire. Jo. Weiter geht's. Ich frage mich, wofür diese Räume gedacht waren früher. Weil es erscheint mir ja schon... Ja. Merkwürdig. Die haben keinerlei weiteren Sinn, diese Räume. Und ich frage mich, was auch damals der Sinn von diesen Räumen gewesen sein muss, als sie dieses Undead Asylum gebaut haben. Ob, vor allem, ob diese Räume auch damals unter Wasser standen, weil das bezweifle ich nämlich stark. Denn sonst würde ich das einfach als einen Abfluss interpretieren. Als wäre das eine Kanalisation gewesen, aber warum würde man zu einer Kanalisation so Räume bauen und generell die auch mit Treppen versehen, ergibt halt für mich wenig Sinn. Aber ja, die Entwickler werden sich schon was dabei gedacht haben. Und diese einzelnen Zellen, die sehen ja auch aus wie Gefangenenzellen, also das unterstützt mich halt in meinem Gedanken, dass sie damals nicht überschwemmt waren und dass es einfach mit der Zeit kam. Nur bleibt dann halt wirklich die Frage, wofür dienen diese Räume? Wozu geht es da weiter unten, also da weiter runter? Und vor allem, was sind diese kleinen Halbkreise, die irgendwo hinführen? Was bringen die ein? Ich weiß es nicht. Das sind halt so Fragen, die man sich bei Dark Souls wirklich legitim stellen darf. Denn die Entwickler haben hier so vieles in diesem Spiel bedacht. Außer vielleicht, dass die Pfeile einen nicht verfolgen sollten. Wenn ihr mal genau auf den Pfeil achtet, der biegt leicht seine Bahn. Also, der verfolgt einen ganz leicht. Das sind so eine Art magnetische Pfeile, könnte man sagen. Was, glaube ich, nicht gewollt war von dem Entwickler damals. Und der Untote hier hält ein bisschen mehr aus, weswegen ich ihm schnell mal einen Backstep verpasse. Hier den Krummsäbel nehme. Ja, ja, du willst mich mit Pfeilen beschießen. Beschieß mich ruhig, viel Schaden machst du eh nicht. So, und mit dem Krummsäbel, da machen wir auch schon ein bisschen mehr Schaden. Ja, ich habe den Vagabunden ja als Anfangsklasse gewählt. Das hat entschieden, dass ich am Anfang den Lederschild bekomme und den Krummsäbel. Beim Lederschild will ich auch mal durchlesen, was da steht. Kleiner lederbezogener Rundschild
gewöhnlicher, weit verbreiteter Schild. Die kleinen Schilde sind zwar weniger stabil, dafür ist es leichter, nach einer Parade einen kritischen Treffer zu landen. Und der Krummsäbel, kleines geschwungenes Schwert, Einzeltreffer fügen nur geringen Schaden zu, schnelle Angriffsfolgen sind aber tödlich. Die Angriffe mit der scharfen Klinge sind effektiv gegen Stoff und Fleisch, aber nicht gegen Metallrüstung oder harte Schuppen. Finde ich interessant. Vor allem beim Krummsäbel wegen den harten Schuppen als Erwähnung. Wer es nicht weiß, Schuppen spielen in Dark Souls generell eine wichtige Rolle, wie man vielleicht zu Beginn gemerkt hat, bei Sieve, dem Schuppenlosen. Sieve hat keine Schuppen und ist deswegen anfällig gegenüber Angriffen. Und die Schuppen an sich wurden damals, also die Schuppen der Drachen, wurden von Gwyn mit Blitzen weggeschossen. Warum wird beim Krummsäbel deswegen direkt darauf hingewiesen, dass es nicht effektiv gegen Schuppen sei? Es kann sein, dass es keinerlei Bedeutung hat und damit einfach Schuppen von normalen Eidechsen und sonstigem gemeint sind. Aber ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass die Schuppen als, wie kann ich es am besten erklären, dass die Schuppen nicht nur durch Blitz und Donner beschädigt werden konnten. Und das finde ich eigentlich einen interessanten Gedankengang, weil das viel aus den Legenden über Gwyn rausnimmt, was seine Macht angeht. Da oben wartet auf uns ein großer Kackknödel, dem ich leider nicht ausgewichen bin, weil ich ein unfähiger Dark Souls-Spieler bin. Und, ein echter Kackknödel. Also, ich frage mich echt aus, was da gemacht ist. Und hier liegt unser Kumpel von vorhin, der scheinbar bei seinem Rumlaufen durch die Dächer gestürzt sind, wo ich auch auf eine Sache hinweisen will. Wenn ihr euch denn genau erinnert, zu Beginn, als wir gegen den Boss gekämpft haben, habe ich euch ja gezeigt, dass er oben auf dem Dach steht. Und unser Oscar auf Astora hier ist auch auf den Dächern herumgelaufen. Deswegen ist die Vermutung sehr nah, was passiert ist, nämlich der Dämon kam her, hat einmal BUM gemacht, Oscar ist durch die Decke und liegt jetzt hier. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I are both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Dieses Gespräch hat unfassbar viel zur Lore beigetragen von Dark Souls. Eigentlich verstehe ich nicht so recht, warum Leute meinen, dass man die Geschichte von Dark Souls oder generell, was man zu tun hat, nicht gescheit erklärt bekommt, weil eigentlich hat es uns gerade Oscar of Astora alles erklärt. Es gibt in Dark Souls, also in der Welt von Dark Souls, das Prinzip des Untotwerdens, was damit zusammenhängt, Menschen können nicht sterben. Es gibt Menschen, die einen Untotenfluch auf sich haben, welchen wir sogar mit uns rumtragen, das Finsterzeichen. Und wenn wir sterben, werden wir wiedergeboren am letzten Leuchtfeuer, was ich nebenbei auch noch genau mit euch anschauen will. Und an diesem Leuchtfeuer, oder besser gesagt, wenn wir wiedergeboren werden, verlieren wir immer mehr von unserem Bewusstsein, sodass wir zu sogenannten Hüllen werden, zu Hollows, die keinerlei Sinn mehr in ihrem Leben sehen, die keinerlei Verstand mehr besitzen und alles und jeden angreifen, der ihnen in die Nähe kommt. Wir sind schon ein paar dieser Hollows begegnet, die sahen genauso, ja, ein bisschen aus wie ich,
also sexy. Und ja, jedenfalls hat uns gerade Oscar Pastora darauf hingewiesen, dass er Angst hat, sobald er stirbt, dass er auch zur Hülle wird und uns deswegen nichts antun will und wir darum lieber Abstand von ihm halten sollen und wir seine Mission fortsetzen sollen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Er befand sich auf einer Mission, die wir fortsetzen sollen. Ein Untoter, genau wie er, das bedeutet, er ist schon ein paar Mal gestorben, der, ja, der einfach nur so aus seiner Zelle befreit wurde, weil er noch Verstand hat. Ich habe halt die Vermutung, dass Oscar Pastora uns deswegen den Schlüssel reingeworfen hat, um einfach zu prüfen, wenn der Typ noch bei Verstand ist, dann kriegt er die Tür auf, wenn nicht, dann nicht. Und genau das ist passiert. Und ich finde diesen Aspekt generell in Dark Souls so genial, wenn ihr es euch mal bedenkt. Dark Souls ist bekannt für seinen Schwierigkeitsgrad. Es ist bekannt dafür, die Leute zu einem Rage zu bringen, dass die Leute wirklich wütend werden, dass sie Dark Souls hassen, dass sie komplett ausflippen deswegen, dass sie ihren Verstand wegen Dark Souls verlieren. Mit jedem Tod. Ich glaube, es ist offensichtlich geworden, was ich damit aussagen will. Und ich glaube, es ist auch offensichtlich geworden, warum ich das so unglaublich super finde. Wir reden noch einmal mit ihm. Er sagt nicht mehr viel. Er hat uns die Essos-Flakons gegeben, wo ich mich immer noch frage, wie diese denn schmecken. Und ich würde sagen, wir lesen erstmal, was denn die Essos-Flakon uns zu bieten hat. Untote schätzen diese unscheinbaren Flakons. Fülle sie an Leuchtfeuern mit Estus. Dies füllt deine TP. Die Essos-Flakons stehen mit den Feuerhütern in Verbindung. Die Finstersagen lauten so, des Hüters Seele im Smaragdflakon, ihr Leben steht im Dienste der Flamme Schutz und selbst ihr Tod dem Schutze weiter nutzt. Anders gesagt, die Essos-Flakons beinhalten scheinbar einen Teil einer Feuerhüterseele. Somit, ja, somit ist es so gesehen ein Teil einer Feuerhüterin und wir haben gerade einen Schnitt gehört und 100 Seelen bekommen. Der arme Oscar war leider nur 100 Seelen wert. Mittlerweile haben wir sogar mehr als 100 Seelen und können uns theoretisch jetzt, ja, damit befassen, gegen den dicken Fettklops da zu kämpfen. Und ja, das machen wir, glaube ich, erstmal nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal einen anderen Weg entlang. Werdet noch merken, warum. Nämlich gibt es hier den kleinen tollen Untoten, dem wir einen kurzen Stich in seinen Poppes versetzen und nochmal auf ihn draufspringen, ein bisschen Teabagging und... Ups, nein. Da wollte ich nicht entlang. Danke, Spiel. So. Hier oben wartet auf uns eine kleine Tür, die wir dank dem Schlüssel zum Untotenasyl Ost öffnen können, welcher uns halt vom Oscar gegeben wurde. Und während wir hier unseren Ausblick genießen wollten, greift uns natürlich ein kleiner Untote an. Aber ja, ich finde den Ausblick sehr, sehr schön gemacht. Einfach, weil diese Schneelandschaft, an sich findet man keine Schneelandschaft mehr in dem gesamten Dark Souls Spiel. Hallo Newboy, also erstmal hallo Newboy und danke, ich erzähle halt das, was in meiner Erfahrung über Dark Souls sich so angesammelt hat. Und ich finde diese Landschaft halt sehr, sehr cool gemacht. Ich ignoriere einfach mal die Pfeile, die in der Wand stecken bleiben, auch wenn da eigentlich keine Wand ist. Wenn ihr euch das mal betrachtet, überall Gebirge und wir sind wie umgeben von Gebirgen. Das bedeutet, unser Untotenasyl steht ja selber auf einem Berg, aber außenrum sind noch höhere Berge. Das bedeutet, die haben das wirklich da gebaut, wo kein Schwein hinkommt, um alle Untoten dahin zu verbannen. Ich schätze mal, dass die Menschen, als dieses Dark Sign Überhand nahm, gedacht haben, das sei eine Art Epidemie. Und deswegen alle damit weggesperrt haben, in der Hoffnung, dass es sich nicht unter den normalen Menschen ausbreitet. Ob das gelungen ist, weiß man leider meines Wissens nach nicht. Weil man ja nur einen kleinen Teil der Welt kennenlernt. Was ich auch schade finde, ich hätte es schöner gefunden, wenn man in den späteren Dark Souls Spielen, ja,
mehr von der ersten Welt an sich erkundet. Klar, die hängen alle gemeinsam zusammen irgendwie, aber ich meine auch in dieser Storyline, während wir hier sind, irgendwie andere Gebiete und sonstigem, aber dann könnte man halt nichts Weltveränderndes einbauen in der Story und da gibt es halt ein paar Probleme. Das gebe ich gerne zu. Hier begegnen wir dem ersten etwas stärkeren Gegner, den man eigentlich, ups, au, mit Parieren besiegen kann, aber das hat keiner gesehen. Ups.